Ja, einen schönen Nachmittag allen. Wir beginnen mit unserem Open Rally Jingle. Diese Veranstaltung hier ist heute etwas Besonderes, weil sie eine Veranstaltung einerseits der KPH Wien-Krems ist und andererseits auch im Rahmen des Online-Kurses Open Rally stattfindet. Ich begrüße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich begrüße auch diejenigen, die sich das später über YouTube anschauen werden. Ich sehe gerade, unser Referent Jörg Lohrer ist gerade rausgeflogen. Wir werden halt noch auf ihn warten. Ich sehe im Chat, läuft schon die Vorstellung. Ich selbst sitze in Breitenfurt bei Wien, also knapp außerhalb von Wien. Ah, es kommen auch noch ein paar Teilnehmer herein. Ja. Hallo Birgit, schön, dass du es geschafft hast. Ich gebe vielleicht mal kurz eine Einleitung zu Adobe Connect, wie ihr das bedienen könnt. Ihr habt oben so Symbole, das linke ist das Lautsprechersymbol, dann das Mikrofonsymbol und dann das Kamerasymbol. Das könnt ihr alles aktivieren und euch gegebenenfalls auch mit Ton und Bild dazu hängen. Ganz rechts gibt es so ein kleines Männchen, da kann man aufzeigen, also über das Betätigen dieses Buttons sehen wir Veranstalter, dass ihr etwas sagen möchtet und können euch dann geordnet dran nehmen und das Wort geben. Ja, wenn Jörg dann seine Präsentation startet, dann könnt ihr jeweils auch, wenn er den Bildschirm freigibt, eine Bildschirmansicht, also eine Großansicht starten oder auch den Bildschirm wieder minimieren. Ja, ich werde inzwischen mal die Freigabe von Jörg wieder freischalten. Ja, das ist jetzt mit rausgeflogen. Gut. Schau mal kurz, ob ich hier kontaktieren kann. Nee, sehe ich jetzt auch nicht. Ja, wir werden wohl warten müssen, bis sie wieder reinkommt. Ich hoffe, dass ihm nicht seine Internetverbindung zusammengebrochen ist. Dann wird's spannend. Ah, jetzt kommt er wieder. Ich muss ihn noch zum Veranstalter machen. Hallo, Jörg. Ja, zumindest gibst du gerade den Bildschirm frei. Oder deaktiviert sich gerade wieder. Ja. Jetzt höre ich dich wieder, ja. Und du kommst auch mit Bild, wunderbar. Okay. Okay, Ja, sorry, so da ist alles. spannender Beginn heute. Ja. Ah, das startet, oder? Bitte? Habt ihr schon gestartet oder Ja. läuft die Aufnahme schon? Geht's schon? Ja, die läuft schon. Aber ich habe mal ein bisschen erklärt, wie das Adobe Connect funktioniert. Ja. Okay, lieber Jörg, ich übergebe gleich an dich.
Okay, ja, also dann sage ich herzlich willkommen hier in der Runde zu OER, Open Educational Resources. Wir haben eine Präsentation, an der wir uns ein bisschen entlanghangeln können. Die kann ich euch gleich auch noch vorstellen. Mich selber werde ich auch gleich noch vorstellen und vielleicht vorab noch kurz zum Organisatorischen. Also der Bildschirm wurde schon freigegeben, sehe ich hier gerade. Dann wechsle ich nochmal das Fenster von der Präsentation hin auf unsere openrally.de-Seite. Wir haben natürlich auf jeden Fall hier den Chat direkt im Adobe Connect, den ihr nutzen könnt. Herzlich willkommen, Stefanie, Waltraud, Olaf, Birgit, Cornelia. Es sind ja einige Leute hier, freut mich. Ihr könnt ja im Chat auch mal schreiben, von wo aus ihr hier gerade zuschaut. So sieht es auf der Startseite aus von OpenReady. Und da ist die Präsentation schon eingebunden. Da kann auch jeder selber dran entlang navigieren. Und wir haben ein Etherpad geöffnet, also ein Dokument, an dem wir gemeinsam arbeiten können. Da habe ich drei Punkte festgehalten: Finden, Erstellen und Teilen. Darum geht es ja. Wie finden wir solche Ressourcen? Wie erstellen wir welche? Und wie können wir die miteinander teilen? Und in diesem Pad würde ich gern mit euch zusammen und auch an alle, die dann die Aufzeichnung sich anschauen, Werkzeuge, Quellen, Repositorien und Ideen sammeln. Da können wir also gemeinsam miteinander reinschreiben. Und es tun. Und jetzt starte ich mal mit der Präsentation. Wer die sich im Nachhinein anschaut, ich habe auch ein paar Folien davon besprochen. Wenn ihr das jetzt macht, hier direkt in der Live-Session, schaltet am besten den Ton aus, damit euch die Musik und das Gerede nicht nervt, denn das habt ihr dann doppelt. Sonst beschränkt euch mal auf das, was ich jetzt versuche zu sagen. Ich habe überlegt, dass wir einen Überblick zuerst machen. Zum Thema OER, was ist das überhaupt? Was sind Motivationen, die dahinter stehen? Da würde ich so ein bisschen referieren, die ersten 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann habe ich da so drei Kreise oben: Finden, Erstellen und Teilen. Das wird also der Schwerpunkt sein von unserer heutigen Session, dass wir schauen, wie man das findet, erstellt und teilt, was es da für Werkzeuge gibt und die Dinge dann auch nutzbar machen für uns. So weit vielleicht mal als Einführung. Ihr dürft mich jederzeit unterbrechen. Ihr habt Mikrofone, mit denen ihr reinreden dürft. Niedrigschwelliger geht auf jeden Fall auch in den Chat reinzuschreiben. Also auch auf Chat Nachrichten reagiere ich. Und Reinhard schreibt auch Dinge in den Chat, um zu moderieren, beispielsweise, dass ihr die Möglichkeit habt, jetzt diese Präsentation im Vollbild anzeigen zu lassen. Die schauen wir jetzt nämlich rein. Nochmal die Startfolie. Also soll finden, erstellen und teilen. Das habe ich ja schon gesagt. Das nochmal zu mir als Person. Auf Twitter findet ihr mich unter diesem Namen Empyria. Das ist so ein bisschen ein Pseudonym. Ich arbeite für RPI virtuell. Das ist die religionspädagogische Internetplattform im deutschsprachigen Raum, die ökumenisch genutzt wird, evangelisch betrieben von den evangelischen Kirchen und angesiedelt ist am Comenius-Institut in Münster, das erziehungswissenschaftliche Institut, an dem ich auch arbeite und hier im Leitungsteam bin von dieser Internetplattform. Ich habe mal hier ein Gandhi-Zitat verfremdet. Er sagt ja, sei du selbst die Veränderung in der Welt, die du sehen möchtest. Und da bezogen auf unser Thema heute heißt das, gestaltet selbst dieses Bildungsmaterial, das ihr euch wünscht, dass ihr es gerne hättet. Oftmals sind die Dinge nicht unbedingt so zugänglich, oft sind sie nicht so, dass man sie teilen kann. Und mal brauchbar sind sie manchmal auch nicht und schwer zu finden. Und darum soll es also heute gehen, dass genau diese Kriterien erfüllt werden sollen. Und wenn wir hier schon Gandhi haben, dann dürfen natürlich auch Leute aus dem christlichen Lager nicht fehlen. Ich habe so ein paar Zitate mal noch rausgesucht, die den Spirit ausmachen von freien Bildungsmedien. Beispielsweise hier Jesus Christus, er sagt, geben ist seliger als nehmen. Und in dieser Seligkeit, da steckt ja auch schon mal so eine Kategorie drin oder eine Wertigkeit, eine eigene Qualität von dem, dass man miteinander Dinge teilt. Sharing is caring, würde man vielleicht im Internetjargon sagen. Augustinus, 380 nach Christus, dieses Zitat: Wenn eine Sache nicht gemindert wird, da man sie mit anderen teilt, ist ihr Besitz Unrecht, solange man sie nur allein besitzt und sie nicht mit anderen teilt. Interessant auch, dass dieses Zitat zur Grundlage geworden ist von der Free Software Foundation. Unten dran steht hier der Link dazu. Ist ja anders als wie mit einem Fahrrad, das irgendwie weg ist, wenn das jemand anderes benutzt. Bei digitalen Dingen, die werden einfach kopiert und sind dann doppelt und dreifach und noch viel öfter da. Also auch die Frage nach Eigentum, die sich hier stellt und die auch
von Augustinus zumindest hier beantwortet wird, der sagt, es sei eigentlich Unrecht, die Dinge für sich behalten zu wollen in diesem Internet. Und hier haben wir noch einen evangelischen Vertreter, Martin Luther, der zu seiner Zeit den Buchdruck ganz hoch gepriesen hat, die Kulturtechnik in seiner Zeit. Und da kommt was zusammen, auf das ich gleich noch Bezug nehme, nämlich, dass sich eine Gesellschaft entwickelt, gleichzeitig mit einer Kulturtechnik, und dass Religion hier auch eine treibende Kraft dabei sein kann, mit einer neuen Kulturtechnik Bildung zu gestalten. Darum soll es heute auch gehen. Habe ich noch ein Zitat? Lassen wir mal weg, die anderen könnt ihr euch noch durchlesen oder anschauen. Hier vielleicht noch von Raiffeisen ein schönes Zitat. Das prangt, ich glaube, in Chemnitz an der Raiffeisenkasse die Idee, sich mit anderen zusammenzutun, um gemeinsam etwas zu produzieren. Also auch darum geht es hier, dass man nicht alleine komplette Materialien erstellen muss oder bereitstellen muss, sondern dass es auch reicht, schon fragmentarisch zu arbeiten, miteinander zusammenzuarbeiten und gemeinsam an Dingen voranzugehen. OER ist also das Thema für heute Nachmittag oder für dieses Meeting, Open Educational Resources. Die UNESCO hat sich schon seit 10 Jahren eigentlich zum Ziel gemacht, die Bekanntheit von OER zu nutzen und gibt auch allen Mitgliedsländern das mit ins Stammbuch hinein. Wir können mal in diese Paris-Deklaration reinschreiben, die nochmal ein paar Dinge aufgreift. Aber das könnt ihr euch auch selber ergoogeln. Ich möchte trotzdem nochmal den internationalen Horizont eröffnen, was sich denn um uns herum so tut. Also in Kanada beispielsweise gibt es offene Lehrbücher online für die 40 meistbesuchten Hochschullehrgänge. In den USA gibt es digitale und freie Lehrbuchbibliotheken. Polen hat sich zur Aufgabe gemacht, in den Klassenstufen 4 und 6 komplett mit digitalen Lehrbüchern die Unterrichtsmedien zur Verfügung zu stellen. Und bei uns in Deutschland gab es 2012 ein White Paper, das die Nutzungsszenarien in den Schulen beschreibt. Es gab auch schon ein Treffen zwischen den Bildungsmedienverlagen und der Kultusministerkonferenz, die Experten konsultiert hat. Und es gibt verschiedene Konferenzen, die auf nationaler Ebene gerade in Deutschland das Thema voranbringen. Jüngst jetzt gerade letztes Wochenende OER Köln 14. Dort gibt es auch eine Allianz zwischen den Macherinnen und Machern, den Lehrern und der Schulentwicklungsbehörde und dem Oberbürgermeister der Stadt. Also man merkt, das ist nicht nur eine Bewegung von irgendwie begeisterten Open-Source-Anhängern, sondern es wird mehr und mehr auch institutionalisiert und auch in dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung spielen freie Bildungsmedien eine Rolle. Es wird also auch mehr und mehr zu einer Agenda. Eine globale Bewegung, die ich noch mit aufnehmen möchte, ist nämlich die der Kulturtechniken. Dirk Becker, Kultursoziologe, stuft die ganze Menschheitsgeschichte in 4 Kulturepochen ein und verbindet jede dieser Epochen, jede Gesellschaftsstruktur auch mit einer Kulturtechnik. Angefangen mit der Sprache, die die tribalen Kulturen begründet, über die Schrift, in denen die antiken Kulturen ihren Ursprung genommen haben, und dann die moderne Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, mit den Massenmedien, die eigentlich auf den Buchdruck und die Vervielfältigung zurückgeht. Und jetzt stehen wir gerade so am Scharnier zur nächsten Gesellschaft, Next Society, beschreibt er es, mit der Digitalisierung und dem Internet, den digitalen Medien, haben wir also wieder eine Kulturtechnik, die uns in die nächste Gesellschaftsform bringt. Und deshalb lohnt es sich auch nochmal, die Menschheitshistorie in den Blick zu nehmen und zu sehen, dass wir hier nicht nur Medien produzieren, sondern dass wir als gesamte Gesellschaft gerade auf so einem auf der Stufe zur nächsten Gesellschaft stehen und mit der Vernetzung von Computern, mit der Vernetzung von Menschen, mit der Möglichkeit, sich selber zu öffnen und an andere anzudocken, sind wir also vor ganz neue Herausforderungen gestellt, Kompetenzen zu erlernen. Und da kommt dann auch schon der Paragraph hier mit ins Spiel, den ich mal so versucht habe zu visualisieren. Vielleicht nochmal einen kurzen Blick zurück in diese Menschheitsepochen. Jede Gesellschaft konnte eigentlich uneingeschränkt auf die vorherigen Errungenschaften, Werkzeuge und Kompetenzen zurückgreifen. Also die Schriftkultur konnte sich der Sprache bedienen und der Buchdruck nahm natürlich die Schrift zur Grundlage. Wir stehen jetzt vor der Herausforderung, dass wir
am Schritt mit der Digitalisierung und der Vernetzung oft eben Urheberrechtsverletzungen begehen, wenn wir uns einfach so frei an allen bisherigen Produkten und Erzeugnissen der vorangegangenen Gesellschafts-, ja, Kulturen und bedienen. Und hier habe ich jetzt mal eine Übersicht gemacht, was denn eigentlich OER ist und was nicht. Also open im Sinne von offen, zugänglich heißt nicht unbedingt frei. Da wird auch ein bisschen unterschieden zwischen frei und open. Frei zugänglich bedeutet noch nicht unbedingt, dass man es auch teilen darf. Und hier so eine Skala auch von Formaten dargestellt, was denn am wünschenswertesten ist. Also ganz links haben wir so CC0, da sind also Gemeingut, Public Domain sozusagen. Da darf sogar ohne Namensnennung darauf zugegriffen werden. Und die entsprechenden Formate dafür wären HTML, also so wie das Internet eigentlich strukturiert ist, CSS. Und je mehr man dann nach rechts kommt, umso restriktiver, aber immer noch frei sind oder offen sind die Formate. Die werden dann eingeschränkt in der Zugänglichkeit, in der kommerziellen Verwertbarkeit, in der Distribution und in der Namensnennung. Hier hat es ein schönes Überblicksbild, die Infografik von den Creative Commons. Und die Creative Commons sind eigentlich auch so eine, ja, die übernehmen eine Schlüsselfunktion in der Erstellung von den Bildungsmedien, weil die genau das ermöglichen, dass Medien bearbeitet werden können, neu zusammengesetzt werden dürfen, dass sie weiterverbreitet und kopiert werden dürfen und dass man damit eigentlich machen, was man will, darf, was man will, solange man den Namen nennt. Also CC BY, das wäre so die geringste Lizenzierungsstufe. Es gibt dann weitere Einschränkungen, dass man nämlich die Bearbeitung einschränkt oder dass man die kommerzielle Nutzung einschränkt. Ich würde euch aber empfehlen, also mit CC BY oder CC BY SA, dieses Share Alike rechts unten, das bedeutet, dass jeder auch diese Lizenzierung weiter tradieren soll. Damit fährt man eigentlich ganz gut. Ja. Soweit vielleicht mal den ersten Impuls. Und jetzt machen wir kurz nochmal den Chat auf und die Möglichkeit, hier gleich Rückfragen zu stellen. Ansonsten gehen wir dann in die Phase des Findens. Ja, gibt es Fragen? Ihr könnt euch auch gerne mit Ton zu Wort melden. Vielleicht vorher kurz aufzeigen, so wie ich das vorher geschildert habe, damit ich euch der Reihe nach dran nehmen kann. Gibt es bis dahin mal Fragen? Okay, dann Okay. steigen wir Würde ich ein. sagen, Ihr, ja, ihr dürft auf jeden Fall dann jetzt aktiver auch werden, wenn ihr dieses Etherpad geöffnet habt und da mal reinschauen. Die Frage ist, wo finde ich denn so ein paar Ausgangsmedien und Materialien, auf die ich aufbauen kann, an denen ich mich bedienen kann, wo ich vielleicht zu dem Thema, das ich habe, auch fündig werde, in dem ich suchen kann. Und da schauen wir mal rein in unsere Blase. Ah ja, ich habe da jetzt schon das Etherpad angegeben und hier gibt es diese Creative Commons Suchmaschine. Die Wikimedia Commons waren auch schon in unserem Bloggen leicht gemacht Workshop, der vor einer Woche stattgefunden hat, eine Rolle gespielt. Da haben wir schon gezeigt, wie man Bilder in einen Blog einbindet. Ich klicke mal auf diesen Link, der da in der Prezi ist, wenn es geht, oder? Ah ja, da sehen wir schon. Genau. Also hier bei CC Search hat man die Möglichkeit, in so einer Art Meta-Suchmaschine auf Bilddatenbanken zuzugreifen, auf YouTube-Videos, die frei lizenzierte Bilder bereitstellen und Musik- und Audiodateien. Jetzt öffne ich mal unser Dokument und nehme mal diesen Link hier mit rein. Sage also hier bei Finden, Quellen, nehmen wir mal auf Search Creative Commons. Fallen euch noch weitere Quellen ein, wo ihr gerne fündig schon geworden seid oder die ihr empfehlen könnt, dann würde ich euch jetzt bitten, hier einfach diese Liste voranzutreiben und da mal ein paar Ideen einzubringen, die ihr schon habt. Ich mache derweil mal noch ein weiteres auf.
Pixabay ist eine Quelle, wo man Bilder findet, neben Flickr, noch weitergehend frei lizenziert. Also ich gebe jetzt beispielsweise mal ein, was könnte man denn eingeben, ein Buch. Ich brauche ein Bild von einem Buch, um damit irgendwas zu illustrieren. Und dann sieht man hier schon mal schöne, einige wirklich sehr schöne Bilder zur Auswahl. Suche mir mal das da raus. Und dann sieht man hier die Lizenzierung. Ich versuche es mal dick zu machen. CC0, Public Domain. Also da ist nicht mal der Nachweis nötig, hier auf Pixabay oder so zu verlinken, wenn man das benutzt. Man kann es sich runterladen in verschiedenen Größen, sogar 4900 mal 3000. Also da lassen sich sogar Plakate draus drucken. Das ist wirklich eine sehr gute Qualität, der man dann da arbeiten kann. Nehmen also diese Idee mit Pixabay.com noch in unsere Dokument mit hinein. Bilderpool.at hat ja jemand hier eingetragen. Da schauen wir gleich auch mal rein, wie es da ausschaut. Freie Bilder für Ihren Unterricht. Da stellt also der Tiroler Bildungsservice hier Bilder unter einer freien Lizenzierung zur Verfügung. Und da haben wir auch schon ein Bild der Woche, so ein Buch. Ich ja gerade beim Buch am Suchen war. Kann ich also schon direkt hier runterladen. Schaut auch gut aus. Ja. Wir reichern das weiter an. Vielleicht habt ihr auch noch Fragen dazu, wie man das verwendet. Bilderhamster schauen wir auch mal schön rein. Kannte ich jetzt noch nicht. Public Domain sogar, also hier auch nicht nur für Lehrer. Schwerpunkt Biologie, Mathematik, Werken. Ah, und auch Religion haben wir ja schon 79 Bilder, auf die man zugreifen kann. So schaut das aus. Na super. Also haben wir schon mal drei Bildrepositorien, auf die man zugreifen kann. Wir gehen mal auf die Seite von youtube.com und beziehungsweise, ja doch. Mal Bibel ein als Begriff und dann lasse ich mir hier einen Filter. Versuche das ein bisschen größer zu machen, damit man es besser sieht. Kann man es so gut sehen? Also ich habe jetzt hier YouTube geöffnet und habe einfach mal das Wort Bibel eingegeben und jetzt kann man hier sich kurze oder lange Videos aussuchen unter HD-Qualität und hier eben Creative Commons ist also eine Filteroption, die man bei YouTube eingeben kann und dann bekommt man also Videos angezeigt, die unter einer CC-Lizenz stehen. Ja, die sind jetzt vielleicht nicht so brauchbar, aber auch das ist möglich. OpenFoto haben wir noch, .net. Also ihr merkt schon, wenn man ein bisschen anfängt zu recherchieren, wird man schnell fündig. Vielleicht gehen wir mal von den Bildern noch weg und hier noch zu Audios. Und zwar gibt es da die Soundcloud.com, nennt sich das. Unser Jingle, den wir jedes Mal abspielen bei OpenRally, steht auch unter so einer freien Lizenzierung. Den hat also der Musiker André Spang hier bereitgestellt. Und man sieht dann, es gibt einen Download-Knopf, man kann den Jingle herunterladen und oben drin bei der Track-Info steht hier Sound-Jingle für OpenRally CC BY-SA. Also auch diese Lizenzierung, die ich vorhin empfohlen hatte. Soundcloud.com auch noch in unsere Liste auf.
freesound.org auch noch. Ja, bei freesound.org hat man auch die Möglichkeit, nicht nur Lieder oder Jingles zu nutzen, sondern da sind einzelne Fragmente, also eine klirrende Scheibe beispielsweise oder so. Wenn man ein Videoprojekt macht mit Schülerinnen und Schülern, findet man da Donnergrollen oder was auch immer man gerade braucht, um ein Video zu unterlegen. Kann man hier also auch schön danach durchsuchen und frei nutzen. Diese freie Nutzbarkeit ermöglicht dann eben, dass die Schülerprodukte auch online gestellt werden können. Ja, also vielleicht mal soweit zum Finden von frei lizenzierten Materialien. Ich denke, die Liste wird sich noch erweitern im Laufe der Zeit, auch wenn sich Leute die Aufzeichnung hier anschauen. Herzliche Einladung, unsere Liste hier fortzuschreiben und weitere Quellen gemeinsam einzustellen, die wir dann nutzen können für die nächsten 2 Wochen von OpenRally, in denen wir ja Produkte erstellen wollen und damit lernende Materialien dann auch weiterentwickeln wollen. Waltraud Kotz schreibt gerade, es fehlt an den Schulen immer noch an WLAN für solche Projekte. Ja. Das ist natürlich eine Schwierigkeit. Nichtsdestotrotz lassen sich diese Medien hier ja auch herunterladen und dann auch offline zur Verfügung stellen oder auf USB-Sticks bereitstellen. Oder ganz herkömmlich, wir müssen ja nicht unbedingt immer digital im Unterricht mit den Schülerinnen arbeiten, sondern auch Arbeitsblätter lassen sich mit solchen Medien hier erstellen, die dann ganz gewöhnlich auf DIN A4 ausgedruckt und vervielfältigt und kopiert werden. Eine ganze Linkliste haben wir hier jetzt noch im Chat. Den Bildschirm vergrößern. Ja, also man kann natürlich den Bildschirm hier vergrößern, um es besser lesbar zu machen. Man kann allerdings auch auf die Startseite gehen von openrally.de oder dieses Dokument hier direkt aufrufen. Dann kann man sich das selber so groß einstellen, wie man es braucht. Gut, also wir können das hier noch weiter bestücken und wachsen lassen. Man findet natürlich auch auf RPI virtuell entsprechend die Medien oder auch bei der ZoomWiki. Also das können wir auch noch mit einstellen. Wobei die auch wieder Bereitsteller sind. Das war ja der dritte Punkt der Präsentation, an die ich jetzt wieder zurückgehe, das Bereitstellen von freien Bildungsmedien. Also, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, Erstellen. OER erstellen. Mit welchen Werkzeugen? Wir haben vorhin schon gesehen, HTML eignet sich besonders gut, lässt sich OER erstellen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele eingefügt. Die Dinge, an denen wir uns jetzt gerade bedient haben, sind natürlich auch Repositorien, mit denen man etwas erstellen kann. Auf der SoundCloud beispielsweise lässt sich recht einfach mit einer App was aufnehmen und hochladen. Wenn man es hochgeladen hat, gibt es hier den Button Creative Commons. Anstatt alle Rechte geschützt anzuklicken, kann man also hier gleich auswählen, dass man es auch anderen zur Verfügung stellen will. Und dann kann man auch die Downloads anschalten und jeder hat die Möglichkeit, dann darauf zuzugreifen. Ein anderes Werkzeug, um OER zu erstellen, ist ein Portfolio. Das haben wir beispielsweise bei RPI virtuell integriert in unserem Gesamtsystem. Ich habe hier eins mal verlinkt, Leben mit dem Tod. Das war 2012 oder 2013 im November eine Themenwoche bei der ARD, zu der es hier ein Portfolio gibt, bei dem Lehrerinformationen in einem Dokument drinstehen und dann eben Aufgaben für Schülerinnen und Schüler, die mit einem einfachen Klick direkt editieren und bearbeiten können. Kann man sich also hier mal anschauen als ein Werkzeug, Portfolio-Arbeit. Eine weitere Möglichkeit und eigentlich ein absolutes Universalwerkzeug ist WordPress. Wir arbeiten ja mit OpenRally hier in der Übersicht mit WordPress. Man kann in WordPress auch Foren anlegen und Unterseiten erstellen und mit verschiedenen Autorenrechten daran arbeiten. Ihr bekommt so einen Blog auch bei Blogspot beispielsweise, ein anderes System, aber gleiche Funktion oder ein Tumblr. Das habe ich hier unten auch noch im
Bild, glaube ich. Nee, Tumblr sind jetzt nicht mit dabei. Also die alle ermöglichen einfach, dass man mit einem schönen Editor sowie einem Word-Dokument schreiben kann und hinterher es auch gleich veröffentlicht. Wir bieten euch das auch an bei RPI Virtuell. Unter blogs.rpi-virtuell.net habt ihr die Möglichkeit, einen Blog zu erstellen für euch selbst oder für eine ganze Klasse und dann innerhalb von Blogs Medien und Materialien zu erstellen. YouTube-Videos lassen sich nicht nur konsumieren, sondern auch selbst produzieren. Und wenn ihr die hochladet, habt ihr die Möglichkeit, sie online auch zu schneiden und direkt im Upload-Fenster mit so einer CC-Lizenzierung zu versehen, sodass andere darauf zugreifen und es danach filtern können. Ihr habt auch die Möglichkeit auf YouTube, wenn ihr kein eigenes Videomaterial habt, bestehende Commons-Videos zu remixen. Das heißt, ihr sucht nach denen. Und ihr könnt dann fragmentarisch einzelne Sequenzen zusammenkomponieren, so wie ihr es gerne haben möchtet. Das funktioniert also auch. Und wenn das dann hochgeladen ist, gibt es hier eben die Möglichkeit, Creative Commons eine Lizenzierung anzuwählen. So, der Chat bleibt weiter ruhig. Ihr seid alle still. Ich erzähle einfach weiter. Wikis. Andere Technik als die Blogs, aber sicherlich mindestens genauso gut. Wiki ist ein hawaiianisches Wort und steht für einfach, schnell, schnell und einfach, leistungsstark. WikiWiki steht auf dem Flughafen Shuttle in Honolulu und hier ist ein Beispiel von dem CAS-Wiki, der Kaiserin Augusta Schule in Köln, an der André Spang unterrichtet. Der macht da auch mit Schülerinnen und Schülern Wiki. Die Klassen-Wikis dann erstellen. Das hat eine einfache Syntax. Man kann da einfach reinschreiben, sobald man sich angemeldet hat. Und die Seiten entwickeln sich dann weiter in Kleingruppen, alleine, je nachdem, in welchen Szenarien man es braucht. Die ZUM-Wiki stellt solche Wikis zur Verfügung. Kann man einfach mal starten und sich anmelden mit einem eigenen Wiki oder dann ein Abonnement abschließen für ein Schulwiki, wenn man es für die ganze Schule umsetzen möchte. Oder ein Beispiel, wie man auch ganz schnell zu so einem Wiki kommt, ist wikispaces.com. Das ist zwar englischsprachig in der Anmeldung, aber auch mit einer recht schnellen Anmeldung hat man hier ein Wiki erstellt. Wieso Wikis funktionieren, gehen wir jetzt nicht ins Detail, aber diese Möglichkeiten hat man also zur Erstellung von OER. Vielleicht noch eine weitere Idee. Es gibt verschiedene Apps, mit denen man arbeiten kann. Also wer solche Tablets hat oder mit Smartphones, da gibt es die Möglichkeit, sich recht einfach was runterzuladen oder auch direkt online auf einer entsprechenden Seite was zu erstellen. Zum Beispiel gibt es die learningapps.org. Da haben wir zum Beispiel zum Thema evangelisch-katholisch so Zuordnungsrätsel oder Memories, die man erstellen kann, oder Galgenmännchen-Spiele oder einfache Quizzes, die sich hier realisieren lassen. Und die lassen sich dann über einen Weblink ansteuern, den gibt man den Schülerinnen und Schülern, die das dann lösen können. Oder man lässt Schülerinnen und Schüler hier selber zu einem Thema entsprechende Quizze oder Lernszenarien dann auch entwickeln. Das ist also eine schöne Möglichkeit für eine Online-App, die lässt sich einfach im Browser öffnen. Da braucht man gar nicht was installieren auf dem Smartphone, sondern auch dadurch, dass das hier alles in HTML funktioniert, funktioniert es auf jedem beliebigen Endgerät. Und eine Idee noch, die hier eingegeben war, ist Explain Everything. Eine schöne App, die kostet, glaube ich, was, 1, 2 Euro. Da kann man so, ja, wer so Screensharing kennt, kann man Dinge erklären, zeichnen dabei, während dem Zeichnen auch reden. Also sowas, wie wir jetzt aufwendig mit einem Videovortrag machen, kann man da in kleineren Sequenzen kleine Erklärungen, Anleitungen erstellen und die dann zu Filmen machen. Oder als Bücher veröffentlichen. Funktioniert also auch recht gut. Das kostet nichts. Kostet alles nichts. Alles offen zugänglich. Man muss höchstens mal sich anmelden bei diesen Diensten. So, jetzt mache ich hier wieder eine kleine Zäsur, bevor wir zum Bereitstellen gehen vom OER und schaue nochmal in unser Dokument rein, ob ihr da schon fleißig Werkzeuge eingetragen habt. War nicht der Fall. Können wir jetzt also nochmal die Dinge, die ich referiert habe, eintragen
oder weitere, die euch noch kommen in Ideen, die ihr habt. Ich fange mal an zu tippen und bin jetzt mal still, damit ihr zu Wort kommt. Also ihr dürft gerne in den Chat reinschreiben oder auch euch zu Wort melden und Fragen stellen. Andreas fragt, für Aufgaben oder Portfolios macht das bestimmt Sinn, aber bei den Medien braucht man doch eine bestimmte Qualität. Das kostet Zeit und Equipment und Erfahrung und Übung. Das macht Texte, Fotos, Musik unter anderem in der Erstellung einfach teuer. Wie ist das mit den ökonomischen Ressourcen? Ja, Andreas, sag auch du was dazu. Passt. Er hat Wir haben sich zu deine Wort Stimme gemeldet. heute ohnehin noch nicht gehört. Ja. Du musst einfach das Mikrofon einschalten. So, könnt ihr das hören? Ja. Ja, genau, Okay. super. Okay. Also, weil mich treibt das schon eine ganze Weile um. Das, was ich versucht habe, so mit ein paar Sätzen zu beschreiben. Also, wenn ich mich hinsetze und ein gutes Arbeitsblatt mache, was nicht nur für meine Lerngruppe jetzt gilt, sondern vielleicht auch noch für andere gelten kann, also irgendwie einen größeren Bereich erfasst, dann muss man ziemlich viel Zeit und Energie dort reinsetzen. Wenn ich Fotos machen will oder Videos, gilt das auch zu beachten, dass wenn die eine bestimmte Quali haben sollen, muss man irgendwie an die ökonomischen Ressourcen ran. Und ich sehe im Augenblick bei OER nicht, wo diese Ressourcen herkommen. Also ich kann verstehen, wenn es so ein PDI ist oder eine andere irgendwie öffentlich geforderte Einrichtung, dass die Leute, die das herstellen, Gelder haben, mit denen sie sowas produzieren. Das verstehe ich. Oder es sind Verlage, die produzieren etwas unter den Gesetzen des Marktes und das muss man dann hinterher kaufen. Trotzdem geht es aber dabei immer irgendwie um Geld. Dass man irgendwie haben muss, um sowas Gutes zu produzieren. Und ich höre jetzt aber immer nur, dass das super ist, wenn man das mit solchen Rechten ausstattet und dann schnell teilt. Tja, da braucht irgendwie eine Lösung. Hat jemand dazu eine Idee? Oder ich habe das Gefühl, die OER-Diskussion läuft immer ohne ökonomische Fragestellung. Ist das deutlich geworden, was ich meine? Ja, klar. Also wenn man das wirklich mit einem entsprechenden Budget versehen will oder hochwertige Produkte erstellen, dann braucht es sicherlich eine andere Art und Weise der Distribution. Denn jeder Verlag nimmt ja seine Einnahmen ein, indem er kalkuliert, in welcher Auflage er was produziert und was hinterher reinkommen muss, um die Ausgaben in der Produktion irgendwie dann zu rechtfertigen oder wieder auch einzuspielen. Und wahrscheinlich muss man, wenn man hochwertiges OER produzieren möchte mit Medienschaffenden, dann in eine Vorfinanzierung gehen. Wir haben das beispielsweise jetzt gemacht mit einem Medienbildungsprojekt mit der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, wo für die Kinder, wo Medienbausteine von Medienpädagogen erarbeitet wurden, sowohl was eben Web 2.0 Lernen angeht, als auch Szenarien für Familienbildungsstätten. Und die Dinge waren dann eben vorfinanziert. Da gab es dann Fördermittelanträge und dann hat man sich rangesetzt und entsprechende Texte produziert und das entlohnt. Und jetzt sind die Bausteine zur Verfügung und können frei überall benutzt werden. Es wäre ja auch interessant, mal zu einem Thema Ostern, Weihnachten, die Kirchenjahresfeste oder so, was zu produzieren. Oder wenn jetzt Filmproduktionen da sind von der FWU oder von Matthias Film, dass man entweder über Spendenbasis, Crowdfunding oder über Fördermittel was ausstattet, dass der Vertrieb dann nicht hinterher wieder Einnahmen generieren muss, sondern eben unter einer freien Lizenzierung Materialien zur Verfügung stellen kann. Aber du hast recht, es gibt noch nicht so viele sehr hochwertige Dinge. Auf der anderen Seite merke ich, wenn Einzelne entsprechendes Know-how und Kompetenzen an den Tag legen und Dinge produzieren und online stellen, dass dadurch auch die Qualität natürlich steigt, je mehr sich daran beteiligen und dass es schon auch wahrnehmbar ist. Und es gibt noch ein anderes Qualitätskriterium für diese Medien, nämlich nicht nur das, dass irgendwie das perfekte Schulbuch da ist, mit dem dann endlich gut gelernt werden kann, sondern dass diese Erstellungsprozesse, an denen Schülerinnen und Schüler
beteiligt sind, dass die Öffnung des Lernens, dass Lernprodukte auch im Internet für Eltern beispielsweise zugänglich sind und die Lernprozesse einsehbar sind, dass das natürlich auch Qualitätskriterien für die didaktischen Szenarien sind, die weit über das hinausreichen, was jetzt so ein Produkt wiedergibt, ne, was irgendwie von jemand erstellt wurde. Ja, gibt es noch Fragen? Ja, vielleicht will Andreas jetzt gleich noch darauf antworten, oder? Ja, kommt das an? Ja. Ja. Okay, dann sage ich noch, dann will ich das nochmal sagen. Also so eine Weiterentwicklung für im Sinne von Weiterentwicklung von Unterricht, also dass nicht mehr nur eine Sache ist, die zwischen den Lehrer und Schülern in so geschlossenen, abgekanzelten Räumen laufen. Das will mir schon einleuchten. Der ist aber auch nur ein Mehrwert. Meine Frage ginge eher dahin, dass man sagt, also wenn man jenseits des Marktes oder solchen kapitalistischen Strukturen was einführen will, dann braucht man sowas wie Steuergelder. Und da müsste man schon überlegen, vielleicht was Kirchen reinbuttern oder welche alternativen Finanzierungsmodelle das gibt. Ich finde, das wäre eine Aufgabe, wenn man so ein digitales Schulbuch schreibt, wie einige hier vielleicht auch in der Runde so vorhaben oder planen oder sowas, dass man das vielleicht stärker betreiben muss, weil sonst geht über viele Jahre in die Kraft, in die Idee rein, wie sieht so ein Buch aus, aber man kann es im Grunde genommen gar nicht stemmen, weil man das Geld nicht hat für so einen Prozess. Also ich denke mir jetzt zum Beispiel so, vor ein paar Wochen ist Siegfried Lenz gestorben. Der Typ hat wunderbare Texte geschrieben, die danach rufen, mit Schülerinnen und Schülern darüber zu sprechen, sie zu reflektieren und zu gucken, wie viel Religion steckt eigentlich bei Lenz da drin. Jetzt kannst du aber die Texte von Lenz nicht einfach nehmen und sagen, ich mache OER. Musst du die kaufen? Und meine eigenen Gedichte, die kommen an Lenz einfach nicht ran, sage ich mal so, oder meine Texte. Das ist so ein Problem. Deswegen denke ich, braucht man an der Stelle einfach irgendwie auch Gelder. Und wenn ich mich an das Berliner Projekt erinnere mit dem Schulbuch, dieses Biologiebuch, was die geschrieben haben. Also bei allem Respekt für die Kolleginnen und Kollegen, das ist doch noch, die haben viel Geld eingesammelt, aber das Buch ist doch noch in weiten Dingen, also für mein Empfinden, textlastiges, einfaches Werk. So ein absolutes, mehrdimensionales Teil ist das nicht, also ist nicht das, was ich wünsche. Also wo ich denken würde, da muss viel mehr Gelder noch reinfließen als das, was man mit ein paar 10.000 Euro ist das nicht getan. Wenn ich denke, was ein Schulbuch kostet, was beim Klett Verlag oder bei Cornelsen erstellt wird, das ist doch eine viel, viel höhere Summe. Also so viel zum, also Crowdfunding oder so ist einfach mal zu relativieren, weil ja. Mit 30.000 Euro schreibt man kein Schulbuch. Nee. Glaub nicht. Aber vielleicht müssen wir auch von dem Buch weg. Das Buch ist ja auch das Problem. Wir hatten vorhin diese Kulturepochen und wir denken immer noch irgendwie in Richtung Schrift und Sprache und Buch und jetzt, wie kriegen wir dieses Buch irgendwie digital dargestellt oder wie produzieren wir was so Buchansprüche erfüllen kann. Ich glaube, vielleicht geht es auch gar nicht darum, sondern auf diesen Weg der Vernetzung und der Digitalisierung jetzt Wege zu beschreiten, auf denen Schülerinnen und Schüler miteinander kollaborativ an Dingen arbeiten können, wo sie selber sich die Herausforderung heraussuchen, ob sie sich für Lenz interessieren oder was anderes, da dürfen sie dann auch selber entscheiden und wie sie sich dazu zusammenzufinden und wie wir das organisieren können als Lernbegleiter online, diese Kollaboration, diese Vernetzungstätigkeit, diese Produktionsprozesse, um sich die Dinge anzueignen. Darum geht es ja in erster Linie, weniger jetzt um das Schulbuch. Also hier. Und da ist ja auch eine große Hürde in der Mentalität da, miteinander Dinge zu teilen. Reinhard schreibt es gerade in den Chat rein, was abzugeben von dem, was ich mir erarbeitet habe, von dem ich denke, es sei mein geistiges Eigentum oder wie auch immer. Mich selber auch zu veröffentlichen mit dem, wie ich Unterricht gestalte. Also nicht nur irgendwie Medien online zu stellen, sondern auch meine Idee, wie ich Unterrichtssequenzen mit den Medien gestalte, auch online zu stellen, heißt ja auch, mich selbst zu veröffentlichen.
Das sind die eigentlichen Herausforderungen. Nicht irgendwie das große Geld einzusammeln für das tolle Video. Ja, es gab vorher noch eine Frage im Chat von der Miriam. Wenn Schüler jetzt ein SoundCloud. Video zu einem Thema produzieren, genau und so weiter, wie ist das mit SoundCloud? Können Sie das kostenlos übernehmen? Wie schwierig ist das? Können der Schüler die fit sind am Laptop auch? Ja, man braucht noch ein Programm, mit dem man schneiden kann. Es gibt ja mit Pixlr ein tolles Werkzeug, mit dem man Bilder auch online bearbeiten kann. Also das funktioniert wie Photoshop. Das kann ich gerade auch noch in die Liste von unseren Werkzeugen mit aufnehmen. Es gibt allerdings noch kein Videoschnittprogramm, was man komplett online nutzen könnte. Aber das wäre, es gibt wie Movie Maker und ähnliche Programme, mit denen man eigentlich ganz gut arbeiten kann und die entweder kostenfrei sind und oder zumindest gut zugänglich. Und dann lässt sich mit SoundCloud beispielsweise, klar, die Dinge, die da eingestellt sind und entsprechend lizenziert sind, dürfen runtergeladen werden. Und dann muss man in der Videobeschreibung hinterher eben schreiben, wo man es her hat. Also einen Quellennachweis sollte man schon immer liefern. Dann. Das ist das Einzige, was man beachten kann. Ansonsten ist es komplett kostenfrei. Jetzt hat sich Waltraud nochmal zu Wort gemeldet. Du kannst einfach dein Mikrofon anschalten. Okay, na, habe ich eh. Passt schon. Ich hoffe, man kann mich hören. Im Prinzip, Schulbuch hat sich ja, wenn man wirklich auf dieser Basis, wie du das so jetzt schilderst und wie es für mich ja, relativ neu ist, hat sich das Schulbuch ja irgendwo überholt. Im Prinzip müssten das irgendwelche Töpfe sein oder Fächer, wo Themen orientiert und vor allem, was bei uns jetzt zumindest jetzt groß im Gespräch ist, diese Kompetenzorientierung. Man bräuchte ja eigentlich nur Elemente, die man dann in den Unterricht einbauen kann, wo die Kinder dann im Prinzip auch weiterarbeiten können und sich auch das, was sie interessiert, herausnehmen können. Es wäre natürlich eine wahnsinnige Einsparung an Papier, weil die Bücher, die bei uns so im Unterricht verwendet werden, naja, erstens antiquiert und zweitens ja nicht unbedingt auch vom Layout, nicht unbedingt attraktiv und schon gar nicht flexibel. Also das wäre ja im Prinzip ein, ja, für mich eine Perspektive für die Zukunft, wenn man da dran arbeiten würde und wenn man schaut, was die Bücher kosten, auch im Druck. Ja, da müssten aber die Leute dann auch sehr fit in den Medien und ja, mit Computer und ähnlichem sein, fit auf jeden Fall ist die Kinder. Ja, wir machen im Prinzip eine Entwicklung auf verschiedenen Ebenen. Zum einen mit den Medien und den Materialien, dann in der Institution Schule, die ja das WLAN bereitstellen muss oder die Frage auch der technischen Bereitstellung der Endgeräte für Schülerinnen und Schüler und dann eben die Qualifikation auch von Lehrerinnen und Lehrern, mit den Medien kompetent umzugehen, solche Bildbearbeitungen zu machen, den Schülern zu zeigen, wie man in ein Wiki reinschreibt und so weiter. Ja. Ja, möglich wäre natürlich auch ganz leicht. Ich arbeite ja seit Jahren in der Integration und da lässt sich wahrscheinlich Integration, vor allem wenn man die Medien dann ja auch für verschiedene Stufen adaptieren kann, ließe sich das sicher sehr gut anwenden. Ja, denke ich mir, ja, wenn einige Lehrer die Dinge, wie soll man sagen, man muss ja nicht jeder Lehrer alles neu erfinden. Die Räder gibt es ja schon, die müssen wir ja nicht erfinden. Aber wenn jeder so sein kleines Rädchen dazu erfindet, dann kann man das ja leicht freigeben, weil da vorhin die Diskussion war, wie kriege ich das bezahlt oder wie auch immer. Also wenn jeder so klein beisteuert, müsste eigentlich ein wunderbares, schöne Mediathek oder ja, Tool-Checks zu erstellen sein. Halt mal gut, die Idee. So von Ja, da also aus, eine. dieses Online-Seminar und so ist für mich relativ neu, aber sehr interessant. Halt mal. Ja, vielen Dank für die Rückmeldung. Eine Möglichkeit, die wir auch innerhalb dem Rahmen von unserem Kurs gestartet haben, ist, dass wir hier Gruppenprojekte versucht haben zu initiieren und zu begleiten. Also es gibt eine Liste, in der man sich für die nächsten Wochen eintragen kann, zu Gymnasien, zu berufsbildenden Schulen, zur Grundschule. Da kann man also Themen einbringen, an denen man gerne arbeiten möchte.
Beispielsweise hat hier auch jemand, der seine Materialien, der pensioniert ist, und seine Materialien gerne zur Verfügung stellen möchte, darum gebeten, dass man ihm doch bitte hilft dabei, die Dinge zu digitalisieren. Er möchte es gerne auch frei lizenzieren. Also das sind auch Möglichkeiten, mit denen wir hier mit unserem Know-how, und wir haben ja auch wirklich fachliche Qualifikationen, die wir mitbringen, Materialien und Medien erstellen können. Ein Chatbeitrag gerade eben war von Andreas Ziemer noch. Ich weiß nicht, möchtest du dich gerade noch zu Wort melden oder soll ich es wiedergeben? Meinst Warum du nicht? kosten denn? Nee, Andreas Ziemer hat geschrieben im Chat, warum kosten denn die Bücher so viel? Vielleicht, weil die Entwicklung von Lehrwerken so teuer ist. Ja. Warum ist denn die Entwicklung von Lehrwerken so teuer? Vielleicht, weil so viele Personen gebraucht werden, um in diesen Qualitätszirkeln zur Erstellung, Redaktion, Lektorat, das System Buch hat ja da drumherum nochmal eine ganze Infrastruktur aufgebaut. Also wahrscheinlich müssen wir auch von der Zentrierung auf das Buch weg, hin zu einer Zentrierung auf das neue Medium der Digitalisierung. Mit dem alten Medium die neuen Probleme zu lösen, wird wahrscheinlich auch eine große Herausforderung sein. Jetzt möchte ich gerade noch, bevor wir noch weiter in die Diskussion kommen, den dritten Punkt hier, teilen, veröffentlichen. Also wenn wir irgendwie fündig geworden sind und Medien haben, qualitativ gut oder schlecht, sei jetzt mal dahingestellt, aber durch unsere eigene Tätigkeit auch sicherlich aufgewertet. Wenn wir die also erstellt haben, mit Werkzeugen arbeiten, auch Schülerinnen und Schüler die Dinge erstellen, wie gelingt uns dann eine Nachhaltigkeit? Wie können wir die Dinge verschlagworten, online stellen und wieder zur Verfügung stellen, sodass sie auffindbar werden und dass der Nächste nicht das Rad wieder von neuem erfinden muss, sondern auf das aufbauen kann, was wir miteinander machen? Dazu wollte ich gerne noch einen dritten Punkt teilen, kurz angehen. Ich schaue nochmal in die Präsentation rein. Und zwar gibt es verschiedene Repositorien, in denen man Materialien einpflegen kann. Jetzt spezifisch natürlich für uns, für den Religionsunterricht ist sicherlich RPI virtuell, ohne da jetzt Eigenwerbung machen zu wollen, schon die erste Adresse, wo man Materialien nicht nur findet, sondern auch einstellen kann. Vielleicht schauen wir dazu noch mal kurz in den Materialpool. Bin ich noch da? Hier kann ich gar nichts mehr steuern. Hört ihr mich noch? Kann ich kurz eine Rückmeldung bekommen? Hallo? Ja, wir hören dich. Entschuldige, Mikro war Ja. auf. Ja. Also, RPI virtuell, der Materialpool. Wenn ihr jetzt hier nicht was suchen wollt, sondern was einstellen wollt, geht es ganz einfach, hier ein neues Material über eine URL einzutragen. Also ich habe was Neues produziert in meinem Blog oder was hochgeladen als Dokument, dann kann ich hier den Link eingeben und das Material empfehlen. Das gleiche kann ich auch machen, wenn ich unterwegs bin im Internet, nehme ich mir dieses Bookmarklet hier, das kann ich mir unter meine Lesezeichen ziehen und da abspeichern. Ich muss mal mein Lesezeichen mal einblenden hier, Extras, Lesezeichen, Symbolleiste. Habe die irgendwie ausgeblendet, meine Lesezeichen. Wie zeigt man die da ein? Naja, also dieses Bookmarklet lässt sich als Lesezeichen in die Lesezeichen ablegen und wenn ich dann auf einer Seite bin und finde die ganz toll, beispielsweise ich habe was gefunden zum Thema Film. Hier ein PDF-Dokument zum Thema Filme im Unterricht spielerisch erschließen. Dann nehme ich mir also diesen Link und klicke dann entweder auf mein Bookmarklet oder gehe bei RPI virtuell im Materialpool und auf die Startseite eben diese URL eintragen. Und dann sieht man auch schon, man muss angemeldet sein. Okay, mache ich das noch. Ja, wenn es das Material schon gibt, werde ich darauf hingewiesen. Und ansonsten habe ich die Möglichkeit, einen Materialeintrag zu bearbeiten und hier dann eben eine Kurzbeschreibung angeben, inhaltliche, das gleich bei den Nutzungsrechten eben die schon bekannten Lizenzierungen eintragen
und dann zuordnen, handelt es sich jetzt hier um eine Praxishilfe oder um ein Medium, und kann ich das dann auch noch mit entsprechenden Schlagworten versehen. Solche Repositorien wie API Virtuell gibt es noch weitere. Ich hatte hier jetzt mal uns als Mittelpunkt dargestellt, aber Segu Geschichte beispielsweise ist eine Lernplattform für den Geschichtsunterricht, in dem wir ja auch fündig werden mit unseren Themen. Dann die ZUM-Wiki, vielleicht schauen wir in die mal noch rein. ZUM-Wiki. Da haben wir auch auf der Startseite gleich dieses Open Educational Resources Logo, und ihr seht dann, habt da auch die Möglichkeit, Dinge einzustellen, zur Verfügung zu stellen. Und noch eine überregionale Bank, mit der wir hoffentlich auch zukünftig noch stärker zusammenarbeiten wollen, sind die sogenannten EduTags, vom deutschen Bildungsserver betrieben. Hier gibt es also die Möglichkeit, ebenso ein Bookmarking-Tool ja, global zu nutzen. Man sieht hier, die Materialien sind CCBY beispielsweise. Allein was heute jetzt die letzte halbe Stunde eingetragen wurde, im Moment gerade zum Mauerfall beispielsweise, zum Klimawandel, sind also alles Materialien, die unter freier Lizenzierung stehen. Und wenn ihr selber was produziert, dann empfiehlt es sich also zumindest bei RPI virtuell und hier bei EduTags die Dinge einzutragen, um sie für andere ja wieder auffindbar zu machen. Vielleicht soweit mal kurz noch dieser Impuls dazu. Wir sind ja auch in der Zeit schon ziemlich fortgeschritten. Ja. Da haben wir zum Beispiel noch, ah ja, Miriam bringt gerade was ein. Haben wir leider das Bildschirmteilen aufgehört, aber vielleicht können wir das nochmal schön einblenden, was das Gymnasium Hartberg erstellt hat. Magst du das kurz erläutern für uns, Miriam? Also ich hole das hier ins Bild und du kannst sprechen. Mikrofon anschalten. Ah ja, schriftlich. Na gut, wir lesen, was du uns dazu sagen kannst. Also das hier sind, das ist auch schon bekannt, wird oft darauf zugegriffen, also eine österreichische Quelle vom Gymnasium in Hartberg zum Abitursthemen hier. 24 Themengebiete: anthropologisch, der Mensch, Religion, Glück und Sinn. Sollen wir mal auf irgendwas draufklicken, was wir zeigen könnten? Das sind also PDFs, die dann hier kommen. Spannend wäre natürlich, wie die lizenziert sind. Ja, das habe ich jetzt nicht im Hinterkopf. Ja, ob das dann tatsächlich auch zur freien Verfügung ist. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Seite jetzt hier als HTML, und dann Ja. verlinkt dabei eigentlich alles PDF-Quellen, die also auf DIN A4. Sie schreibt, es ist zur freien Verfügung gekennzeichnet. Ja, irgendjemand muss ja die Dokumente erstellt haben. Man könnte zum Beispiel die Dokumente jetzt hier auch zu WordPress-Blogartikel machen. Dann lassen die sich nochmal anders weiter verarbeiten. Was nicht zugänglich ist, schreibt Miriam im Chat, sind die Matura-Fragen, also die Abitursfragen. Das wird von einem geschlossenen. Aber ich nehme an, die Schülerinnen und Schüler haben dann hier ja auch Zugriff. Ja, also das ist ein Beispiel, wie hier eine Schule sich zusammentut, um so ein Wissensrepositorium zu bieten.
Einzelne Dinge daraus könnte man jetzt ja auch in größere Repositorien einpflegen, wie beispielsweise RP Virtuell oder eben die EduTags. Jetzt schreibt sie hier gerade noch einen Link rein. Da haben wir das Kollegium an Leuten, die daran gearbeitet haben. Holen wir uns die mal noch her. Das sind also die Religionslehrer, die daran gearbeitet haben. Okay, vielen Ich meine, Dank trotz noch für den Input. dieser Korrektheit der Inhalte der offenen Medien. Ah, Moment. Bin ich jetzt drin? Ja. Ja. Ja, okay. Naja, im Prinzip kann ja jeder reinschreiben, was er sich denkt oder welche Tendenzen er unterstützen will. Ich meine, wie müssen wir das selber abschätzen? Ist es okay, was da drinnen steht? Wollen wir das im Unterricht weiterverwenden? Oder kannst du ungefähr vorstellen, was ich mal meine? Dass da, ich meine, da hat ja im Prinzip jeder Zugang oder viele Zugänge und können verbreiten, ja, was ihnen lieb ist. Liege ich da ganz falsch oder? Ja, was Reinhard gemeint hat im Chat war, man könnte die Dinge auch CC lizenzieren. Also im Moment ist es ja so, dass man auf die einzelnen Dokumente zugreifen kann und dann sich diese PDFs ausdrucken oder benutzen oder so. Reizvoll wäre halt, wenn man auch was reinschreiben könnte und es weiterentwickeln, wenn das jetzt wie ein Wiki wäre, an dem man Schreibrechte hat und dann die nächste Version von Glaube, Wissen beispielsweise entwickelt wird. Oder ein Ja. Unterrichtsszenario beschrieben wird, bei dem diese Materialien zum Einsatz kommen. Nein, ich meine da irgendwie, dass nicht jeder seine eigene Theologie dann sozusagen kreieren kann. Von den Ja, das ist sowieso nochmal eine Materialien Sprache. her. Ja. Wenn man die Deutungshoheit den Schülerinnen und Schülern übergibt, ist die Frage der Wahrheitsfindung dann immer eine Ja. Herausforderung. Ja. Ja. Wie weit wird das im Prinzip auch von der Schulbehörde begrüßt und gefördert? In Solche Deutschland, Medien im glaube ich, gibt es Unterricht schon zumindest. einiges, ja, wo OER auch ziemlich positiv gesehen bzw. auch gefördert wird. Aus Österreich ist mir hierzu noch nichts bekannt. Ich glaube, da ist noch ziemliche Schwierigkeiten. Das sind wir noch am Schlafen wahrscheinlich, ja, okay. In Deutschland gibt es ein paar Leuchtturmprojekte, wie beispielsweise jetzt die Stadt Köln, bei der auch das Schulwiki dann getragen wird von der Schulentwicklungsbehörde und der Oberbürgermeister sich jetzt engagiert hat auf der OER-Veranstaltung, wo dann nicht nur Projektklassen irgendwie mit iPads arbeiten, sondern jetzt noch flächendeckend oder mehr das eingeführt wird. Klar, also da ist immer die Frage, wie trifft diese Bewegung von unten die Administrative von oben in der Umsetzung? Okay. Gut, muss ich wieder weg. Genau, die TU Graz. Beispiel aus Österreich, die TU Graz bietet hochschuldidaktisch einiges an, was frei lizenziert ist und im Online-Lernbereich auch zur Verfügung steht, auch im Kontext von OER. In Baden-Württemberg sind OER neuerdings Bestandteil der Lehrerbildung, das wusste ich noch gar nicht. Vielleicht kann Cornelia dazu noch irgendwie einen Link oder eine Info uns schicken. Das ist ja interessant. Also das ist sowieso der Unterschied zu Österreich, dass wir hier so ein föderales Bildungssystem haben und jedes Bundesland seine eigenen Restriktionen und Vorstellungen hat. Aber insgesamt die Kompetenzorientierung der letzten Jahre ist schon auch ein Wegbereiter, die Dinge ein bisschen freier und offener zu gestalten. Ne?
Ja. Andreas, das war eher eine Feststellung, oder? Ja, Mirjam, ich habe da zumindest für die berufsbildenden höheren Schulen bei RP Virtuell so einen Gruppenraum, ja, wo wir das versuchen. Ja, österreichweit bin ich da noch nicht ganz durchgedrungen. Ja. Da gab es ein Ablocken von manchen Stellen und Kollegen. Also da kochen wir alle doch ein bisschen gerne noch unser eigenes Süppchen, kommt mir vor. Aber ich denke auch so. Ja. Spannend wird auch, dass wir was in den gemeinsamen Pool machen. Ja, vielleicht steht uns als Kirchen da so ein bisschen der Dogmatismus im Weg, aber letzten Endes, finde ich, sind wir eigentlich diejenigen, die vorangehen sollten, wenn es darum geht, die Dinge frei und offen zugänglich zu machen. Denn nichts anderes ist eigentlich das Evangelium, eine Gnadengabe, die nicht irgendwie als Verdienst erworben werden kann. Und von dem her, geht es auch um die Bildungsmaterialien und Medien, die nicht unbedingt in erster Linie erworben werden müssen, sondern für die wir dann auch Strukturen schaffen sollten, dass jede und jeder daran partizipieren kann. Also von dem her steckt auch für mich nochmal so eine Tiefenschicht in der Frage von OER oder von freien Bildungsmedien oder überhaupt von dem Lernen im Internet. Der inklusive Gedanke findet sich da genauso drin wieder. Vielleicht das so ein bisschen als Schlusswort. Ich weiß nicht, ob wir diese Diskussion im Chat jetzt einfach so ein bisschen noch weiter verfolgen können und die Aufzeichnung zumindest an der Stelle beenden für diejenigen, die sich's anschauen wollen, was wir miteinander gesprochen haben. Ja. Und unsere Ergebnisse können wir weiterhin über diesen Session hinaus ja auch in das Etherpad eintragen mit den Links und den Ideen. Ja, dann sage ich auf jeden Fall mal Danke allen, die dabei waren und wünsche noch einen schönen Nachmittag.